herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Camp Venom. Jetzt kann ich noch sagen, es ist Folge 2. Irgendwann lasse ich die Zahlen sowieso weg. Und ich erwähne es auch nochmal, falls ihr Tipps habt für diese Serie, ist es vollkommen egal, welches System. Es sollte nur eben natürlich noch aus dem Retro-Reich sein. Wünscht es euch und dann werde ich dann wahrscheinlich euch dann auch den Gefallen tun, dieses Game hier dann auch zu zeigen. Und ihr wisst ja auch in meiner üblichen Präsentationsgeschichte. Wir sind bei Ninja Gaiden oder wie es in Europa heißt, dann Shadow Warriors, da wir auf dem ZX-Spektrum sind. Klar, logisch muss es Shadow Warriors heißen, wir sind ja in Europa. Da sind ja Ninjas, sind gefährlich, ihr kennt das sicherlich von den Turtles. Und böse Menschen sagen eben, Ninja Gaiden, das ja eins der härtesten Plattformer ever ist auf dem NES, eigentlich die Vorgeschichte ist für Dead or Alive Volleyball. Denn Ryo Hayabusa ist natürlich auch bei Dead or Alive und natürlich auch bei Dead or Alive Volleyball geistig. Also den siehst du jetzt nicht im Bikini, mach dir jetzt keine Sorgen. Ich weiß nicht, welche, wahrscheinlich irgendwelche Leute freuen sich gerade und inhalieren. Nein, tut's nicht. Wir fangen mal an zu spielen. Das ist, was wir hier sehen, ist die Conversion der Gameboy-Fassung. Es gibt Ninja Gaiden auch auf dem Gameboy. Wird, glaube ich, da relativ wenig gezeigt. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, muss ich auch nicht verstehen. Aber dann wollen wir mal. Ach, so, jetzt muss ich erstmal gucken. Ah, ja, komm, das ist okay. So, muss mal eben. Da gehst du links, da gehst du rechts. Das ist hoch, das ist ducken. So, und auf geht's. So, komm. So, jetzt, dann können wir mal eben. Es gibt gerade im Chat eine gute, berechtigte Frage. Was ist Retro? Es gibt natürlich Leute, die schon sagen, PS3 ist Retro. Ich würde einfach mal sagen, wenn wir uns, ich sag mal, na komm, du Bombenmann. Ja, komm mal, geh mal rein ins Schwert. Wenn wir uns so einigen, was weiß ich, so maximal PS2-Ära, das sollte, glaube ich, erstmal sein, weil PS3 und Xbox 360 und sowas. Und jetzt sagt der Venom es extra. Ich mache das ja meistens mit Emulation. Oh, das böse Wort mit E. Und da bringt das meistens nichts. Aber zum Beispiel bei PC ist es dann schon wieder das Problem. DOS-Games kriegt man relativ einfach hin. So die ersten Windows-Games, das ist dann schon wieder eine Pein, das emulieren zu können. Und natürlich, wenn man so will, das ist natürlich auch nicht hier Retro, sondern das ist ja halt, ne, dementsprechend eine Hommage an das Original-Game. Ja, springen! Ja, natürlich, und dann noch in so einen Elektrozaun, natürlich. Ryu, du machst das super. Also das ist kein Thema, also Homebrew-Fassung und sowas und Conversions, die würde ich ein bisschen anders bewerten. Ach, da kann ich da hin? Genau. Uah. Dreh dich um! Leo! Trauschau wem und so. Also da bin ich relativ locker, aber das kann man vielleicht auch gerne mal auch nochmal vielleicht so als Mini-Podcast erwähnen. Ich kann euch ja mal vielleicht ein paar. Das war richtig gut schlecht gemacht. Man kann ja auch ein paar Systeme mal vorstellen, die ihr wahrscheinlich gar nicht kennt. Also zum Beispiel der Retro-Basti hat ja mal zum Beispiel eine schöne Rubrik gemacht über den Neo Geo Pocket. Ich glaube, Wonderspawn hast du, glaube ich, auch verbrochen, glaube ich. Oder sonst war es der MS Standard. Das sind so Systeme, die meisten gar nicht kennen. Was dann meistens leider nicht so gut ist. Und dann kommt natürlich so ein kloppter Idiot wie ich und macht auch noch Virtual Boy Games. Und Tiger Gamecom, weil der vollkommen irre ist. Aber ja, ich sage, Schneider ist ein gutes Thema. Amiga natürlich, da muss viel gezeigt werden. Gameboy, das weiß ich, da wünscht ihr euch eine Menge und das ist auch vernünftig. Weil da gibt es richtig gute Sachen. Vor allem auch Sachen, die man teilweise gar nicht kennt. Und auch teilweise gar nicht vermutet. Und es gibt tatsächlich auch. Oh, Boss. So. Okay, du hast jetzt ein Pattern, was ich, glaube ich, nachvollziehen kann. Aber genießt auch wieder die Musik. Das ist richtig geil gemacht. Also, was manche Fans da rausholen, ist richtig klasse. So, zweite Angriffsform. Okay. Ich verstehe deine Attacke jetzt nicht wirklich. Gut, so kriege ich dich platt.
Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die so platt kriege. Ja. Hat der auch irgendwo, also eine Leiste für ihn sehe ich nicht, ne? Das ist richtig. Habe ich jetzt keinen Knick in der Optik. Kann ich nicht wieder auf Vielmann. Oder Achtung, jetzt Mr. Specs. Denn da kauft man Brillen. Irgendwie verschieben, ne? Hast du unendlich Leben? Nö. Ich denke nein. Ja, der Heretogen Lord schreibt gerade im Chat, ihr seht das ja in der Aufnahme auch, seht ihr ja auch den Chat, gerade obskure Systeme. Es gibt extrem interessant obskure Systeme. Oh, sogar mit Cutscene. Oh, ich habe die Stage 1 geschafft. Hui, schön. Jetzt wird es bestimmt nicht besser. Ich glaube, eins der... Schlagt mich im Chat. Ich glaube, eins der spielbarsten Systeme von Ninja Gaiden. Es gibt ja, wie ihr wisst, ja auch die, die neueren Versionen von Ninja Gaiden. Die sind ja auch nicht alle easy, weiß Gott nicht. Was war das denn da? Das ist ja unfair. So, kann ich dir einen Fuß hauen? Na gut, mach ich's halt so. Die sind ja alle nicht einfach. Aber ich glaube, die einfachste Version ist tatsächlich, glaube ich, die Version vom das Master System oder Game Gear? Na komm, runter. So. Das kriegen wir schon hin. So. Alter! Ja. Würdest du mal... Du bist auch geil. So. Das war richtig gut gemacht. Aber ich glaube, ist doch wirklich die Sega-Version ist definitiv, glaube ich, die einfachste von dem Game. Aber ist eine... richtig geile Version. Also das finde ich super gemacht. Also das Mighty Final Fight habt ihr gesehen, das ist auch ganz gut gemacht, aber das ist hier wirklich auch nach meiner Meinung wesentlich spielbarer, auch wenn ich mich total bescheuert anstelle. Ja, das mache ich super. Ich renne immer in die gleiche Falle. Ich meine, gut, das ist Kontinuität und das hat auch irgendwas von Lernerfolg. Also jetzt nicht bei mir, sondern eher für die Bösen, aber... So. Ja. Wah. Und da geht er drauf. Ja, ist eine Gameboy-Conversion. Ist kein Witz. Also das, was ihr hier seht, ist tatsächlich eine Conversion eines Gameboy-Games. Ist aber nach meiner Meinung unglaublich solide und unglaublich gut. Der High Retro Game Lord empfiehlt, ich glaube, das hat er schon mal empfohlen, die Amiga-Version von Ninja Gaiden. Vom zweiten? Gab es da auch den ersten? Ich weiß es gar nicht, aber es gibt tatsächlich auch, das wissen vielleicht viele gar nicht und das ist auch mal vielleicht eine Rubrik, die man mal machen sollte. Es gibt tatsächlich auch eine Menge Games, die auf dem C64 deutlich besser sind als auf dem Amiga. Obwohl der Amiga natürlich wesentlich mehr Power unterm Arsch hatte. Also Jenna Sisters fällt mir zum Beispiel ein, ist eine okay Version auf dem Amiga, aber an die C64 Version bin ich der Meinung, reicht das nicht. Vom letzten Ninja mal gar nicht anzufangen. Wobei das Remake, also Last Ninja Remix, was ja auf dem Amiga Teil 1 ist, auf dem C64 ist es ja das Remake von Teil 2, damit es auch schön alle Leute verwirrt, ist richtig gut. Vor allem auch soundtechnisch da super. Ich glaube, war das auch wieder der Hippel, glaube ich. Ist egal, aber auf jeden Fall super, super gut gemacht. Ja, das war Ninja Gaiden auf dem ZX Spectrum. Ich bin mal gespannt, was ich bei Folge 3 raushaue. Vielleicht fällt mir schon was ein, vielleicht fällt mir nichts ein. Und dann gucken wir mal. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, ihr wisst, was ihr tun könnt. Und gucken wir mal, vielleicht... Ich kann ja vielleicht auch immer, wenn ich das aufnehme, mal die Abonnentenzahl erwähnen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie geil bin, aber die... Also gut, das bin ich schon, aber ihr wisst schon, dass ich die 10.000 mal irgendwie knacken will. Das finde ich schon geil. Das ist eine magische Zahl und das ist eine magische Grenze. Und nicht nur, dass ihr mir einen unglaublichen Gefallen tut und mein Herz so blüht wie sonst was,
oder wie ein Total-Albtraum, man weiß es nicht. Dann gucken wir mal. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.